Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever mit nochmal einer Mitfahrt, diesmal in die entgegengesetzte Richtung. Letzte Folge hatten wir ja quasi die Fahrt von Boppard Richtung Koblenz und jetzt fahren wir mal in die andere Richtung, nochmal runter die linke Rheinstrecke entlang. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir warten noch einen kleinen Moment. Ihr seht schon, also die Strecke ist halt aufgrund der Gleisbaustelle verstopft. Ich werde auch gleich nochmal kurz die Aufnahme stoppen und das Ganze ein bisschen laufen lassen, damit die Züge, die sich vor uns in den Blockabschnitten befinden, einfach mal, dass die hier ein bisschen Strecke machen, sich verkrümeln. Ich denke mal, also wenn ich einfach noch ein paar mehr Blockabschnitte hinzufüge, dann könnte ich das Ganze noch ein bisschen entspannen, aber aktuell ist es halt schon noch so ein kleines Problem. Wir können aber bei der Gelegenheit gerade nochmal drauf schauen. Der Koblenzer Hauptbahnhof natürlich, also viel hat sich nicht getan, aber hier bin ich gerade so ein bisschen am Planen, wie ich das hier besser darstellen könnte. Also dieses Bahnhofsgebäude, das passt jetzt von der Höhe einigermaßen. Das habe ich nochmal massiv umgebaut und habe jetzt einfach nur diesen einzelnen tiefer gelegten Zugang. Das ist der einzige Zugang aktuell zum Hauptbahnhof. Nur das mit dem, also wie ich das Bahnhofsgebäude einigermaßen realistisch umsetzen soll, da ist mir noch nichts Vernünftiges eingefallen. Jetzt habe ich mal diese Schloss-Festungsbauelemente aus der Modbox verwendet, aber das ist auch nicht wirklich so die Burner-Lösung. Hat zwar den Vorteil, dass ich dann hier direkt, also quasi so ein Zugangstor habe, aber der Rest passt nicht so wirklich dazu. Also ich muss mal schauen, ob ich nicht doch noch irgendwie geeignetere Gebäude finde. So, ich drehe ein bisschen an der Zeit und dann geht's auch gleich los. So, los geht's. Paar Meter fehlen. Ich habe die Aufnahmetaste wohl nicht getroffen. Deswegen, also wir sind jetzt einfach schon aus Koblenz Hauptbahnhof ausgefahren. Macht aber nichts. Wir steigen ein und gönnen uns nochmal hier die volle Länge bis Boppard runter. Zwischen hier und der Gleisbaustelle, beziehungsweise dort, wo es eben dann mal für einen Abschnitt eingleisig wird, befindet sich jetzt noch ein Zug. Das heißt, also ich denke, wir sollten schon einigermaßen durchkommen, ohne allzu viel Zwischenhalt. Und sonst müssen wir halt einfach mal kurz irgendwo ein bisschen rumlungern und warten, bis es dann für uns weitergeht. Ja, ist zwar im Wesentlichen nochmal derselbe Kram wie in der letzten Folge, aber das sind ja nochmal, also wenn man einfach in die andere Richtung fährt, nochmal ganz andere Perspektiven, denke ich. Kann ich, glaube ich, guten Gewissens hier als eigene Folge präsentieren, diese Mitfahrt jetzt nochmal. So. Hat eine relativ hohe Kameraposition hier, die 181, ne? Das ist vielleicht nicht ganz so ideal, aber passt schon. Sieht man tendenziell ja sogar noch ein bisschen mehr. Eigentlich ist das sogar ziemlich ideal. Also gerade dort, wo auch ein bisschen Schallschutz ist, wobei auf der Strecke, glaube ich, kommt gar kein richtiger Schallschutz mehr in dem Sinne. So, wie dem auch sei. Ich kann jetzt schon sagen, ich bin mega zufrieden. Also das hat mich vollkommen überzeugt, schon die letzte Mitfahrt. Das war, also habe ich halt auch quasi privat ohne Aufnahme noch gar nicht gemacht. Nicht in der vollen Länge, also abschnittsweise einfach mal zu schauen, wie ist denn so das Feeling, wie sieht das insgesamt so aus. Aber die ganze Länge ist dann auch meistens für mich halt auch selber eine Premiere, also nicht nur für euch. Schon wie eine Belohnung eigentlich, das dann hier alles nochmal zu sehen, zu bekommen. Und wird auch nicht das letzte Mal sein, glaube ich, dass wir hier eine Führerstandsmitfahrt veranstalten. Hatte ich halt, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Mit dem Güterzug stelle ich mir ganz nett vor, weil das halt auch, das nimmt dann nochmal das Ausweichgleis mit. Kann man da nochmal irgendwie ein bisschen Pause machen und den vorbeifahrenden Personenzügen zuschauen. Und jetzt haben wir tatsächlich einen HP0. Naja gut, sei es drum. Meine Güte, nehmen wir doch mit, oder? Ist ja auch eine ganz nette Stelle hier, wo ich die Signale hier auch mit so Wartungswegen noch versehen habe, Kabelkanal reingezogen. Schon okay, denke ich mal. Und über kurz oder lang, also werde ich dann schon auch nochmal so eine kleine Regionalbahn hier auf die Strecke bringen, um einfach die ganzen Bahnhöfe nochmal anzusteuern. Aktuell fährt ja wirklich alles durch, Güterverkehr, die ganzen Intercities, Interregio ist ja auch ein bisschen unterwegs. Die halten natürlich nicht, die fahren einfach nur von Koblenz zum Zugspeicher nonstop durch. Da muss ich mir dann wahrscheinlich gut überlegen, was für eine Zugkonfiguration ich dann da nehmen werde. Halt irgendwas, was möglichst eine geringe Ladegeschwindigkeit hat, möglichst schnell beschleunigt, also auch möglichst wenige Waggons hinten dran hängen wahrscheinlich. Das würde Sinn machen, einfach um die Strecke nicht noch zusätzlich mehr zu verstopfen. Also irgendwas, was einfach schnell durchflutscht zwischen den durchfahrenden Zügen, wäre, glaube ich, ganz angemessen.
ganz da hinten sehe ich schon den Zug entgegenkommen und es geht auch direkt weiter für uns. Dann nehmen wir mal wieder Platz. Der Hafen, der sich da links übrigens befindet, also dieser kleine Vanillehafen, den ich da aufgestellt habe, befindet sich dort nicht in der Realität, aber der war halt nötig, um die Schiffslinien irgendwie so halbwegs vernünftig hier durchzubiegen. Deswegen habe ich da halt einfach nochmal einen Hafen hinzugefügt. So, den hatten wir in der letzten Folge, kam uns der auch schon entgegen. Die 151, das macht sich auf den Weg zum Ausweichgleis. So, dann kriegen wir jetzt doch noch ein paar andere Perspektiven. Nett anzusehen, auf jeden Fall hier unterhalb der... Ach, was war denn das nochmal? Ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen. Das ist so lange her, dass ich die Schlösser hier gebastelt habe. Es war auf jeden Fall ein Schloss. War das die Marksburg? Philippsburg? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Sieht auf jeden Fall gut aus und mehr muss so eine Burg hier auch nicht können. So, Abspannmasten, Hektometertafel, das ist alles einigermaßen gut in Form gebracht. Denke mal auch auf die, also in dieser Richtung sollte das mit den Geschwindigkeitsankündigern etc. auch alles einigermaßen passen. So. Hier rot halt, ja, das war zu erwarten. Jetzt kommt der eingleisige Bereich, also der ist gerade noch belegt. Entweder mit dem vorausfahrenden Zug oder halt mit einem entgegenkommenden Zug. Wir werden es gleich feststellen. Gehen vielleicht nochmal kurz raus aus dem Führerstand an der Stelle. Letzte Folge hatten wir wirklich komplett im Führerstand, deswegen einfach nochmal ganz kurz hier draußen ein bisschen umschauen. Habe ich auch alles noch so ein bisschen weiter ausdekoriert hier, aber nur rund um den BÜ herum. Hab hier so diesen Restaurantbereich so ein bisschen gefüllt. Bisschen Kleinkram ist einfach nochmal dazugekommen. So, wir können uns eigentlich direkt am BÜ niederlassen, weil also sobald der zugeht, sollte es für uns auch jeden Moment weitergehen. Aktuell nichts zu sehen davor, ne? Wir wagen mal einen Blick, oder? Ah, nee, wobei. Abschnitt ist frei. Ab, zurück in die Lok. Weiter geht's. So, Beginn der Langsamfahrstelle. Wir wechseln aufs Gegengleis. Da könnte ich natürlich noch diesen Gleiswechselanzeiger einbauen. Das würde sich hier ganz gut anbieten. Gibt sonst eh nicht so viele Anwendungsmöglichkeiten auf der Karte aktuell. Hier wäre er ganz angemessen. So, auf dem linken Gleis unterwegs. Schön mit Tempo 60 durch den langsamen Fahrbereich. Geht es auf die Gleisbaustelle zu. Na, links, das sind wir schon noch so ein Dorn im Auge, da muss ich noch ein bisschen umbauen. Den Wald vielleicht mal kurz fällen und irgendwie ein bisschen was Netteres hinzaubern. Mal schauen. So, hier beginnt der Baustellenzaun. Vielleicht werde ich den auch noch erweitern, aber das müsste auch eigentlich reichen. Das ist auch relativ mühsam, ne? Das sind ja alles einzelne Elemente. Und ich glaube, ich habe es ja schon angesprochen, letzte Folge. Also eigentlich müsste ich den drehen, oder? Um 180 Grad. Ich glaube schon. Ich meine, es erfüllt auch so seinen Zweck. Von daher ist das, glaube ich, schon okay. Da ist der Bauzug. Und die Gleisbaustelle an sich. Kann man schon so machen, denke ich. So. Die 103 wartet schon sehnsüchtig, dass sie weiter kann. Dann machen wir den Abschnitt mal frei. Wechseln zurück aufs Regelgleis und geben wieder Gas. Durch den Bahnhof Rehns hindurch weiter Richtung Boppard. Hier zum Beispiel, also die Hektometertafeln, weiß nicht, habe ich noch nie, also zumindest nicht bewusst darauf geachtet, dass die vielleicht mal auf dem Bahnsteig rumstehen. Aber es hat halt gerade von den Abständen her irgendwie gepasst, glaube ich.
alles täuscht. Aber kann man wahrscheinlich auch so machen. So, das rechts ist alles ganz nett anzusehen hier. Dieses kleine Wohnviertel mit dem Rondell hier hinten. Und irgendwo kommt jetzt auch direkt gleich die Grillparty ins Bild. Rechts jetzt zu sehen. Da kommt jetzt auch eine 181 entgegen. Zwei Stück habe ich aktuell auf der Karte unterwegs. Wir werden wahrscheinlich noch ein, zwei dazukommen. Dann die Moselstrecke runter. Ich weiß, ich müsste nur mal schauen, wo die genau entlang gefahren sind. So, die Gärten sind auch alle schon einigermaßen in Form gebracht hier. Bisschen Schiffsverkehr läuft auch parallel dazu. Links wieder die Marxburg, glaube ich, müsste das sein. Das ist, glaube ich, die Marxburg, ne? Links im Bild, kann man es gerade noch erkennen. Der Campingplatz wieder. Ach, nett anzusehen hier. Der ganze Bauabschnitt hier Richtung Spey. So, dieses Signal wollte ich eigentlich praktisch überall aufstellen. Überall, wo das kombinierte, ne, HV-Signal mit dem Vorsignal, was unten drunter pappt. Die wollte ich eigentlich alle auf freie Fahrt haben. Das ist schon noch so eine Sache, die ich ergänzen muss hier. So, Tempo 80 passt von der Geschwindigkeit her. Das korrespondiert. Haltepunkttafel müsste auch passen, also die steht da, glaube ich, im Normalfall im Brems- oder im Regelbremswegabstand entsprechend der Streckengeschwindigkeit zum nächsten Haltepunkt. Müsste also ungefähr hinhauen. Dann gehen wir mal, da vorne ist dann der Bahnhof, dauert noch einen Moment. Ist, glaube ich, schon ganz okay. Auch der Sportplatz links im Bild befindet sich genau hier. Dann kommt der nächste Interregio angerauscht. Das passt. Signalbild passt mal wieder nicht. Da haben wir jetzt langsam Fahrt gehabt. Ja, na gut. Meine Güte. Aber sonst ist das echt tippitoppi hier. Warum habe ich eigentlich nicht schon früher angefangen, die Strecken, also einfach auf den Streckenbau an sich so zu achten? Ist ja jetzt wirklich kein Hexenwerk. Bisschen Übungssache vielleicht, aber es macht echt den Unterschied. Habe ich auch zum Beispiel hier ein paar Personen oben drauf gestellt, ne? Kleine nette Details. Kann ich empfehlen, einfach auf die Brücken ein, zwei Personen oben drauf stellen. Sieht gleich nochmal ein bisschen netter aus. So, dann dürfen wir nochmal ein bisschen beschleunigen hier. Und dann sind wir eh gleich schon in Boppard angekommen. Ging erstaunlich schnell. Letzte Folge kam mir deutlich schneller vor, ich weiß auch nicht. Länger. Was keinen Sinn macht. Aber egal. Links Osterspey müsste das sein. Osterspey und dann kommt noch Filsen. Habe mich lange drauf gefreut. Also gerade einfach die Tatsache, dass jetzt auf beiden Seiten einfach schon also vernünftig ausgestattet ist, beide Strecken. Ja, in einem sehr guten Zustand ist. Also linke und rechte Rheinstrecke, das ergibt halt auch einfach nochmal bessere Perspektiven. Das ist schon cool. Bin heilfroh, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Hat noch lang genug gedauert. Fast ein halbes Jahr. Und immer noch so viel zu tun. Die Moselstrecke habe ich gerade mal begonnen. Also grob das zu verlegen. Das wird nochmal eine ganze Weile dauern. Bis wir uns dann die Mosel komplett runtergebastelt haben. Plus die beiden Nebenbahnen, darf man natürlich auch nicht vergessen. Plus diese ganze Hafengeschichte, ne? Also in Koblenz, also Stadtteil ist mir gerade entfallen, aber es gibt ja schon auch so, ja, Hafen mit Güteranschluss, so eine kleine Hafenbahn, die wird natürlich auch noch umgesetzt. Und, da gab es ja noch so eine ganz alte Nebenbahn. Man kann die noch erkennen auf der Karte, auf jeden Fall. Werde ich auch in Betracht ziehen, das noch irgendwie mit einfließen zu lassen, die wieder zum Leben zu erwecken, zu reaktivieren. Ja, die 218er ist auch immer noch unterwegs. Wenn unrealistisch, glaube ich, für diese Strecke, aber sei es drum.
218er muss schon sein. So, mit den Rheinbergen vorbei. Und hier ist auch einfach eine gute Höhe entstanden, also dass die Straße so leicht erhöht ist im Vergleich zu den, zum Streckenverlauf und das ein bisschen eingemauert mit der Modbox. Das hat mir gerade gut gefallen, die Perspektive. Ach, und die Seilbahn, ne? Bevor ich es vergesse, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, aber hier ist ja tatsächlich auch nochmal so eine, ja, ich würde sagen, eine Touristenseilbahn, einfach ungefähr in diesem Bereich. Da muss man mal schauen, wie genau der Verlauf ist, aber die kommt definitiv auch noch mit auf die Anlage. Das ist ein nettes Feature, sollte nicht allzu schwer umzusetzen sein, dann kann ich auch nochmal zeigen, wie das mit dem Gebastel der Seilbahn richtig funktioniert. Müsste deutlich einfacher sein als die, also als die kleine Seilbahn, die ich da in Koblenz verlegt habe. Das war ein elendes Gefummel. Hier sollte das deutlich einfacher vonstatten gehen. Die kommt auf jeden Fall noch. Das finde ich, das ist ein schönes Detail, sollte nicht fehlen. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. So. Dann sind wir auch durch, weil also nach Boppard endet halt quasi direkt der Schönbaubereich, mehr oder weniger. Danach kommt nichts mehr außer dem Zugspeicher. Oh, hier muss ich nochmal irgendwie vielleicht, ja, hier, also hier wäre dann ein Zwergsignal sehr vorteilhaft für die Linienführung. Dann macht er diesen Schlenk nämlich nicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Schlechte Linienführung. Aber okay, das lässt sich simpel korrigieren. Kein Problem. So, irgendwas hatte ich... Ach genau, da hinten hatte ich auch nochmal eine Kirche aufgestellt. Einfach um die Stadtkulisse, das Stadtbild einfach nochmal so ein bisschen aufzuwerten. Macht auch nochmal einen Unterschied, ne? Also links hinten so ein Altbaugebäude und dahinter die Kirche. Sieht auch nochmal ein bisschen netter aus insgesamt, finde ich. So, die 101 wieder angeschnauft. Und dann geht's dem Ende zu für diese Folge. Sollte ich auch mit Erscheinen dieser Folge wieder aus dem Urlaub zurück sein. Und ich denke mal, in der nächsten Folge wird dann auch direkt wieder weitergebastelt. Wo genau das stattfinden wird, weiß ich noch nicht. Eher so Richtung Moselstrecke runter. Vielleicht können wir uns da schon mal um Koblenz-Güls kümmern oder sowas in der Richtung, hatte ich mir vorgestellt. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Ich weiß es selber noch nicht zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. So, dann verabschiede ich mich von euch. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn dann wieder ordentlich weitergebastelt wird. In diesem Sinne, macht's gut. Na, bis zum Zugspeicher fahren wir noch. Aber Vorsicht, also Schönbaugebiet ist ab hier schon praktisch vorbei. Oberleitungsmasten habe ich hier noch hingeklebt, aber die müssen auch gleich aufhören. Dann noch so ein Depot einfach zum Züge kaufen, habe ich hier nochmal aufgestellt. Und ein Signal. Einfach. Damit das alles flüssiger läuft. Ah, wir können einfach... Wir werfen noch einen Blick in den Zugspeicher. Habe ich mir auch noch nie von innen angesehen. Abenteuerlich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, da schlängelt sich der Interrio durch. Achso, die Gleise sieht man gar nicht. Ja. Meine Damen und Herren, ein Zugspeicher von innen. Und die Karte von außen sieht ja auch abgefahren aus. Okay. Witzig. Na gut, also das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.